Bisher bei Tubania Chronicles. Ich habe schon so viele Jahre gewartet. Endlich bist du zu Hause. Nun lerne ich also den großartigen Zack TM kennen. Boris, alter Freund, wie geht es dir so? Ich erwarte, dass ihr den König und den General schnappt. Ihr habt den König gehört. Jetzt werden wir den König vernichten. Die Steinbrücke. Ein Ort, wo der Hexenstamm und die Tubanier aufeinandertreffen. Erik ist derzeit ein Gefangener der Hexen. Und um seine Freiheit geht es bei der Schlacht. Und so, als die Zeit um ist... Also Männer, mit dem Hexenstamm ist nicht zu spaßen. Ihr müsst schnell sein, um ihren Zaubern auszuweichen. Außerdem solltet ihr Erik befreien. Los, zum Angriff. Für Tubanien! Für Tubanien! Zur gleichen Zeit in Portanien. Wenn die Hexen verlieren, verlieren wir unseren Gefangenen. Das wäre tragisch, aber wir wollen ja nicht eingreifen. Meister, ich habe eine Idee. Dann sprecht. Ich habe vor kurzem ein tödliches Gift gebraut. Damit können wir den König vernichten. Doch wir müssen jemanden reinschmuggeln. Einen Attentäter. Wirkt das Gift auch in Getränken? Auf jeden Fall. Sehr gut. Boris, such mal einen fähigen Attentäter. Einen, dem wir vertrauen können. Zu Befehl. Auf der Steinbrücke fängt derweil die Schlacht an. Und so greifen die Tubanier die Hexen an. Der König, begleitet von einigen Wachen der Königsgarde, macht sich auf, Erik zu befreien. Währenddessen führt General Konrad die Schlacht seines Lebens. Ständig wird irgendein Zauber gesprochen oder Pfeile fliegen durch den Himmel. Tia Victoria, Wiedersehen macht Freude. Ja, dieses Mal bin ich im Vorteil. Wir müssen uns neu formieren, sonst gehen wir alle drauf. Ja, aber in kleinen Truppen, maximal 4 Soldaten pro Team. Zu Befehl! Auf der anderen Seite suchen der König und die Königsgarde den Prinzen. Er muss hier irgendwo sein. Nehmt euch für die nächste Nacht. Zu Befehl. Da hinten ist ein Käfig. Sieht aus wie Prinz Erik. Dann schnell hin. Attacke. Zu Befehl. Nach einer halben Stunde liegen die Hexen tot am Boden. Und so vor dem Käfig. Nach einer halben Stunde liegen die Hexen tot am Boden. Und so vor dem Käfig. Erik. Flori. Ich hole dich raus. Es ist offen. Flori. Endlich. Dann lasst uns mal ein paar Hexen hintern versohlen. Ja, auf geht's. Und so geht die Schlacht auf der Steinbrücke weiter. Eure Majestät. General, Erik ist frei. Wir können gewinnen. Ja, das Schicksal ist auf unserer Seite.
Kämpft weiter, Männer. Für Tubanien! Für Tubanien! Glaubt ja nicht, dass ihr gewonnen habt. Los, Leute, nicht nachlassen! Verdammt, Rückzug! Kauft um euer Leben! Und so haben die Tubanier die Schlacht an der Steinbrücke gewonnen. Und so macht man sich auf den Heimweg. Endlich geht es nach Hause. Ja, da hast du recht. Ich wette, dass Dennis sich grün und blau ärgern wird. Auf jeden Fall. Ich würde gerne Boris Gesicht sehen. Zur gleichen Zeit in Patanien. Der Hexenstamm hat verloren. Was? Das kann nicht sein. Das ist einfach unglaublich. Ich wusste es. Diese Weiber sind doch zu unfähig zum Kämpfen. Allerdings haben wir nun einen Attentäter. Ja, und glaubt mir, der König wird dieses Gift nie vergessen. Ha, 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 ha. Sehr gut. Was Victoria angeht, bringt sie zu mir. Was wollt ihr von ihr? Ich sag mal so, sie wird lernen, wie gut euer Schwert ist. Auf der Steinbrücke fängt derweil die Schlacht an. Und so greifen die Tubanier die Hexen an. Der König, begleitet von einigen Wachen der Königsgarde, macht sich auf, Erd zu befreien. Währenddessen führt General Konrad die Schlacht seines Lebens. Ständig wird irgendein Zauber gesprochen oder Pfeile fliegen durch den Himmel. Jetzt könnt ihr langsam kämpfen. Tja, Victoria, Wiedersehen macht Freude. Ja, doch fünfmal bin ich im Vorteil. Wir müssen uns neu formieren. Sonst gehen wir alle drauf. Ihr kämpft einfach. Ja, aber in kleinen Gruppen. Sonst gehen wir alle drauf. Maximal 4 Soldaten pro Team. Zu Befehl. Und die Szene ist zu Ende. Und so geht die Schlacht auf der Steinbrücke weiter. Eure Majestät. General. Erik ist frei. Wir können gewinnen. Ja, das Schicksal ist auf unserer Seite. Kämpft weiter, Männer. Für Tubanien. Ja, das wird Pipoto wohl kennen. Ja. Glaubt ja nicht, dass ihr gewonnen habt. Los, Leute, nicht nachlassen. Ja, Herren. Für den Hexenstamm. Oh! Nein! Scheiße! Fail!